Hi Leute, ich melde mich mal wieder zurück. Und zwar habe ich jetzt mal meinen Lagerblock, wo ich gestern noch von einem Video berichtet habe, den ich noch machen will oder machen muss. Den habe ich jetzt mal fertig programmiert in Fusion 360. Und dementsprechend habe ich mir jetzt hier meine ganzen Werkzeuge eingespannt. Das sind zwei von Tools Today und einer, den habe ich mir so mal erworben, weil ich glaube, den habe ich sogar mal von meinem Schwiegervater bekommen. Das ist ein 4mm Einzahnfräser und das hier ist ein Viertelzoll, also 6,35 mm, ebenfalls Einzahnfräser. Und das hier ist ein 5mm, wie sagt man, Verrundungsfräser, nee, nicht Verrundungsfräser, Ballfräser, glaube ich, sagt man dazu im Deutschen. Die habe ich jetzt auch nicht vermessen, weil ich nämlich gestern die anderen Werkzeuge von Tools Today vermessen habe. Das war jetzt eigentlich auch umsonst, aber ich wollte das jetzt einfach mal gucken, wie das funktioniert in Linux CNC. Das hat auch alles wunderbar funktioniert, dank sei Sebastian End und seiner tollen Erklärung, die er mir noch gegeben hat. Aber das ist schon ein paar Wochen her, wo ich da mit jemandem drüber geschrieben habe. Hat alles wunderbar funktioniert. Ich werde mir jetzt in Zukunft werde ich mir noch ein paar ISO 20 Aufnahmen werde ich mir noch bestellen. Die sind gar nicht so teuer, damit ich dann auch wirklich alle meine Fräser definieren kann in Linux CNC. Und dann brauche ich halt auch nicht immer die Fräser auszutauschen. Das habe ich jetzt gerade nur deswegen gemacht, weil ich jetzt gerade halt eben wieder Alu fräse. Und ich werde die jetzt einfach mit einem Stück Papier werde ich da antasten und dann ist gut. Für das bisschen hier ist es jetzt gerade echt irrelevant. Aber für die Zukunft werde ich mir dann mehrere ISO 20 Aufnahmen bestellen oder zulegen und dann werde ich die Werkzeuge alle vermessen und dann haben die alle ihr festes Maß. Dann habe ich wieder meine Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel. Die Mindermengenschmierung oder Minimalmengenschmierung habe ich jetzt auch angeschlossen, allerdings nur mit Druckluft. Ich werde das jetzt heute mal nur mit Druckluft machen, zu kühlen, mal gucken, wie das funktioniert. Und hier. Das sind halt meine Holzspannpratzen, aber die haben bis jetzt eigentlich immer gehalten, auch bei den letzten Sachen, die ich so gefräst habe, haben die wunderbar gehalten. Zu den Fräsdaten, ich habe da jetzt noch nicht viel dran geändert, beziehungsweise ich habe da gar nichts dran geändert. Ich habe das mal alles so gelassen, wie ich das mit der Z-Achse an sich gemacht habe, mit dieser 0,75 kW Spindel. Ich denke mal, da wird die Spindel überhaupt keine Probleme haben, hatte die andere ja auch schon nicht. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich jetzt immer noch diese Rattermarken drin habe, beziehungsweise ob ich die immer noch so stark drin habe. Ja, und dann werde ich euch den jetzt nachher mal vom Stativ runternehmen und dann zeige ich euch das dann mal alles in der Nahaufnahme.
Ja, also jetzt sind wir schon fertig mit dem Teil. Ich bin damit sehr zufrieden. Die Spindel, die hat 1A funktioniert. Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ich glaube, das war mein Fehler, warum ich jetzt hier so tief in die Offerplatte reingefahren bin. Da muss ich mir nochmal das Cam angucken. Ich glaube, da habe ich irgendeinen Wert falsch gesetzt. Aber ansonsten, die Oberflächen, die sind um einiges besser als vorher. Also für mich reicht es voll und ganz. Natürlich habe ich da immer noch ein bisschen Rattermarken drin. Aber die Vibrationen an der Maschine selber, die sind um einiges weniger geworden als vorher. Ich habe da vorhin mal meine Hand dran gehalten beim Fräsen. Das war, man spürt es zwar noch, dass es vibriert, aber es ist bei weitem nicht mehr so stark wie vorher. Mit der Luftdruckkühlung, das hat auch wunderbar funktioniert. Das Teil war nach der Bearbeitung handwarm. Das war eine saubere Sache. Also. Und die Spindel, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von. Da kann ich ganz locker noch ein bisschen größere Werte fahren. Oder größere Zustellungen vielmehr. Ansonsten, da gibt es nichts zu meckern. Nur ich werde wahrscheinlich an meiner Fräse, an meiner Konstruktion, werde ich ein bisschen was ändern müssen. Ich schätze mal, ich werde die ganzen Profile, die werde ich mit Beton ausgießen. Und hier hinter werde ich dann noch eine 10 oder 12 mm Aluplatte machen, hinter diesem Portal quasi, damit es noch ein bisschen mehr Steifigkeit kriegt, ein bisschen mehr Masse. Vielleicht kriege ich damit auch die letzten Vibrationen noch weg. Beton dämpft ja bekannterweise sehr gut die Vibrationen. Das werde ich dann jetzt irgendwann mal in Angriff nehmen. Aber ansonsten, das hat alles wunderbar funktioniert. Die Konstruktion, die ist super, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Da bin ich wirklich zufrieden, dass das alles so wunderschön funktioniert. Die Werkzeugwechsel, die sind auch, das ist einfach ein Highlight. Das ist einfach so schön. Da kommen noch ein paar mehr Videos dazu, zu der Spindel und auch zu meiner Fräse. Da werde ich noch mal ein paar Sachen machen aus Alu. Ein paar Sachen muss ich noch machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht auch sogar ein Abo, würde mich echt freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen.